So, herzlich willkommen zur Veranstaltung Die Linke in Corona-Zeiten. Mit dabei sind diesmal Sophia Leonidakis, Fraktionsvorsitzender der Linken in der Bremer Bürgerschaft und Jörg Schindler, unser Bundesgeschäftsführer. Thema ist heute Solidarität nur für Geflüchtete. Wir sprechen also über die Situation der Geflüchteten in Europa in diesen Corona-Zeiten. Wie immer habt ihr bei dieser Veranstaltung die Möglichkeit, aktiv mitzudiskutieren. Das geht hier bei Zoom, indem ihr entweder das Handzeichen wählt und damit signalisiert, dass ihr mitdiskutieren wollt mit Sophia und mit Jörg. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist hier bei Zoom, dass ihr Fragen stellt über die Funktion F und A. Dabei könnt ihr schriftliche Fragen einreichen, die werden die beiden dann nach Möglichkeit live beantworten. Ebenso möglich ist es auch bei Facebook mitzudiskutieren. In diesem Moment möchte ich auch unsere Facebook-Zuschauer und Zuschauerinnen herzlich begrüßen. Ihr könnt Kommentare schreiben, die werden beobachtet und dann auch hier zurückgegeben. Oder aber ihr kommt gleich zu Zoom. Den Link findet ihr bei Facebook in der Beschreibung dieses Posts. Also, macht mit, diskutiert mit, das ist eine interaktive Veranstaltung. Jetzt aber gebe ich das Wort an Jörg Schindler, unseren Gastgeber und Bundesgeschäftsführer. Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hier seid bei unserem jetzt schon traditionellen Talk, Die Linke in Zeiten von Corona. Ich freue mich heute ganz besonders, auch wieder einen prominenten Gast da zu haben, nämlich Sophia Leonidakis. Wir haben heute einen freien Tag. Es ist schönes Wetter draußen. Die Menschen treffen sich im Park. In dem Sinn erscheint ja alles erstmal sehr schön. Und ich habe auch den Eindruck, draußen im Park wird darüber gesprochen, wie man sich in Zeiten von Corona solidarisch verhalten kann, wie man bestimmte Dinge gemeinsam miteinander regeln kann. Die Leute freuen sich auch, dass sie mit ihren Kindern etwas wieder spielen können und so weiter. Und gleichzeitig verliert Europa seine Seele. Die Solidarität erscheint nämlich durchaus politisch begrenzt. Und es ist schon bizarr, wie die Vertreterinnen und Vertreter der EU gerade auch in Krisenzeiten einerseits Solidarität predigen und sich gleichzeitig abschotten. Ich glaube, dazu werden wir heute noch einiges hören müssen. Das Elend wird ausgeblendet und häufig endet auch vor Ort der Infektionsschutz am Tor zur Geflüchtetenunterkunft. Die Fragen der Geflüchtetenunterkunft sind ja nicht ganz neu und auch die Bundesrepublik hat eine lange Geschichte damit und die zentrale Unterkunft kann ich selber noch aus meiner Zeit als Kommunalpolitiker beschreiben. Der Kampf, den wir damals als Linke geführt haben, dass die dortige Geflüchtetenunterkunft als zentrale Unterkunft innerhalb eines Waldes, ganz weit abgeschottet von den normalen Menschen, in Anführungsstrichen, ja, dass das aufgelöst werden konnte, das war ein jahrelanger Kampf, ist uns dann gelungen, klappt aber eben nur mit sehr viel Engagement. Engagiert in diesem Bereich ist eben auch Sophia Leonidakis, mein Gast heute. Sophia ist Fraktionsvorsitzende in der Bremer Bürgerschaft. Sie ist Sprecherin für Flucht, Soziales und Kinder. Fangen wir zunächst mal an, dass wir die Situation an den Außengrenzen der EU beschreiben. Ausdruck der humanitären Katastrophe sind ja diese sogenannten Hotspots an den griechischen Inseln, wo ca. 40.000 Menschen unter schlimmsten Bedingungen in hoffnungslos überfüllten Lagern leben müssen. Ein Drittel der Kinder, der Menschen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Sophia, welche Perspektive siehst du denn, diesen inhumanen Zustand irgendwann ein Ende zu setzen und Europa wieder eine Seele zu geben? Ja, hallo erstmal. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir uns jetzt auf dieser virtuellen Art sehen. Das Thema ist ja ein langes und auch ein, ich sag mal, eins, was es nicht erst seit gestern gibt. Die Hotspots wurden im Rahmen des EU-Türkei-Deals, der ja im März 2016 abgeschlossen wurde, da sind die EU-Hotspots Bestandteil. Sie gibt es inzwischen auf Mytilene, also Lesbos, Chios, Leros und Kos, auf den Ägäisinseln, quasi kurz vor dem türkischen Festland.
Und der Zustand in den EU-Hotspots ist eigentlich seit Anfang an absolut unzumutbar. Die Hotspots waren ja auch so konzipiert, dass die Geflüchteten, sobald sie griechisches Territorium betreten, dort quasi interniert werden. Also dass die Konzeption der Hotspots ist, man kommt an auf EU-Territorium, wird quasi in so ein Freiluftgefängnis gesteckt, wird da in einem Schnellasylverfahren durch die Europäische Asylagentur quasi das Asylgesuch geprüft und sofern es abgelehnt wird, wird man direkt wieder abgeschoben. Das höchste griechische Gericht hat das zwischendurch gestoppt. Diese Zurückschiebungen, die es faktisch am Ende sind, oder Abschiebungen, wie auch immer man es nennen mag, das stockt auch. Also dieses System, was sich ein deutscher Think Tank ausgedacht hat, das ESI, dieses Konstrukt funktioniert faktisch, hat noch nie funktioniert. Und wenn man jetzt von Funktionieren im Sinne der Erfinder sprechen möchte, es hat auch noch nie funktioniert im Sinne der Humanität. Dieses Konstrukt war von Beginn an inhuman, hat auf Internierung gesetzt und auf Abschiebung gesetzt und auf Zurückschiebung gesetzt. Denn was wir wissen, ist ja, dass es immer wieder Kettenabschiebungen gibt. Das heißt, selbst wenn man wie die Bundesrepublik oder die EU davon ausgeht, dass die Türkei ein sicheres Land für Geflüchtete wäre, wovon wir natürlich nicht ausgehen, aber selbst wenn man davon ausgeht, dann kann man nicht sicher davon ausgehen, dass die Türkei nicht Geflüchtete aus dem Irak, aus Syrien oder auch aus anderen Ländern, die Türkei ist Transitland, die Geflüchteten nicht wieder weiter zurückschiebt und damit eine Kettenabschiebung dann am Ende doch im Folter und Tod am Ende stattfindet. Insofern, dieses Konstrukt ist inhuman von Beginn an gewesen. Es ist auch, funktioniert auch nicht im Sinne der Erfinder und deswegen, nicht nur deswegen muss der EU-Türkei-Deal sofort gekündigt werden, auch weil er natürlich einen Despoten wie Erdogan zum Flüchtlingsschützer adelt, was er natürlich nicht verdient. Ich sehe dafür nur leider für die Aufkündigung des EU-Türkei-Deals im Moment leider keine politischen Mehrheiten. Das ist das Problem. Deswegen, wenn du nach der Perspektive fragst, wie geht es weiter? Der Druck kann nur von unten kommen. Der Druck kann nur und muss auch aus Deutschland kommen, aus der Zivilgesellschaft. Der kommt ja auch von vielen Bündnissen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, der Seenotrettung, der Flüchtlingssolidarität. Und da ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, da die Bundesregierung noch mehr unter Druck zu setzen. Denn es ist die Bundesregierung, die von Anfang an, seit der Konstruktion dieser Außengrenzen, des Dublin-Systems, des Schengen-Systems Anfang der 90er, von Anfang an darauf gesetzt hat, es sind die EU-Länder an den EU-Außengrenzen, die quasi verantwortlich gemacht werden für die Asylverfahren, für die Aufnahme der Geflüchteten. Und deswegen sehen wir immer wieder eben auch durch diese Konstruktion des EU-Türkei-Deals, den Merkel ja wesentlich ausgehandelt hat für die gesamte EU, dass die Bundesrepublik dann eine Kernrolle spielt in dieser Systematik, in diesem gesamten Konstrukt der EU, Geflüchtetenpolitik, in der EU-Asylpolitik, in der EU-Grenzpolitik. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, hier den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Du sagst, die Hotspots sind eine deutsche Erfindung am Ende. Ein deutscher Think Tank hat sich das ausgedacht. Auch der Türkei-Deal ist ja offenbar eine deutsche Erfindung. Es spricht also einiges dafür, davon zu sprechen, dass die Geflüchteten auch unsere Geflüchteten sind. Unsere Geflüchteten heißt dann auch, wir haben Verantwortung. Und die Frage, die dann sich anschließt, ist, wie können wir die wahrnehmen? Gibt es denn da aktuell in den Hotspot überhaupt irgendeine Hilfe aus Deutschland, aus Europa, von den griechischen Behörden? Weißt du da was dazu? Also das EASO, das Europäische Asylbüro, das ist da sind schon Beamte vor Ort. Es gibt ganz viele NGOs, die da aktiv sind, die sowohl
Menschen aus der Bundesrepublik haben, die dort vor Ort aktiv sind. Immer wieder gibt es solidarische Menschen, die dort auch für eine Zeit hinfahren und mithelfen. Ärzte ohne Grenzen ist vor Ort, wo auch immer wieder Medizinerinnen und Mediziner aus Deutschland daran beteiligt sind. Das gibt es schon. Die behördliche Unterstützung ist im Wesentlichen, um das System da am Rollen zu halten, sage ich mal. Also um die Grenzen weiter dicht zu halten. Also Frontex-Beamtinnen und Beamten sind ja aus Deutschland auch vor Ort und über das EASO. Aber dass man wirklich versucht, die humanitäre Lage zu verbessern, die katastrophal ist. Die Geflüchteten zelten im Matsch, wenn sie überhaupt ein Zelt haben. Einige oder nicht wenige bevorzugen es, in den Wäldern drumherum zu übernachten, ohne jegliche Infrastruktur, weil das immer noch besser ist, als dicht gedrängt, gerade in Corona-Zeiten, in diesen Hotspots zu leben oder leben zu müssen. Also eine wesentliche Entlastung oder Unterstützung im Sinne von humanitäre Entlastung, die gibt es an der Stelle von öffentlicher Seite her nicht. Ja, die Bundesregierung hat ja auch schon grandios geholfen. Es ist ja nicht so, dass sie gar nichts gemacht hat. Sie hat doch tatsächlich von den 40.000, 50 aufgenommen. Und von diesen 50, die sind jetzt in Niedersachsen vor allen Dingen untergekommen. Das ist natürlich nicht ausreichend. Die Frage, die wir uns auch als Linke natürlich stellen, ist, was können wir in der Situation für Druck machen? Sophia, du hast schon gesprochen, klar, Seebrücke. Es gibt ja auch einige Kommunen, einige Bundesländer, die sich durchaus bereit erklärt haben, Geflüchtete aufzunehmen, auch als Länder. Wie bewertest du denn diese Vorschläge? Ja, es gibt ja über 140 Kommunen, die sich aufnahmebereit erklärt haben. Es gibt mehrere Bundesländer, unter anderem die drei Stadtstaaten, Bremen, Berlin, Hamburg, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben und auch jetzt in der aktuellen Krise immer wieder ihre Bereitschaft, ihre konkrete Aufnahmebereitschaft erklärt haben, auch gegenüber dem Bundesinnenministerium erklärt haben, der Bundesregierung quasi auch verbindliche Aufnahmezusagen zugestellt haben. Das heißt, würde die Bundesregierung wollen, dann könnte sie sozusagen auf die Aufnahmebereitschaft der Bundesländer und Kommunen an diesen Stellen zurückgreifen. Die ist nicht unwesentlich. Insgesamt wäre das schon, ich sag mal, sehr viel mehr als das, wozu sich die Bundesregierung jetzt durchringen konnte. Der Koalitionsausschuss der GroKo hat ja Anfang März beschlossen, bis zu 1.500 Geflüchtete aus den Hotspots aufnehmen zu wollen. Dann kam Corona und dann war es irgendwie nicht mehr so wichtig. Da überließ man die Geflüchteten weiterhin lieber ihrem Schicksal in diesen dicht gedrängten Hotspots, was für die Geflüchteten eine krasse Zumutung ist. Und wie du sagst, Jörg, das sind auch, da haben wir als Bundesrepublik eine Mitverantwortung für die Zustände dort. Sowieso als die gesamte Europäische Union gibt es da eine Mitverantwortung, weil man kann eben nicht sagen, das sind die Hotspots an unseren EU-Außengrenzen, die sozusagen den Job für uns erledigen. Das ist kein Gedanke von Gemeinschaft und auch kein Gedanke von Solidarität, sondern das ist eine Externalisierung innerhalb der EU an die Außengrenzen auf Kosten der Betroffenen. Insofern die Aufnahme der 47 unbegleiteten Kinder, das ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich ist es für jeden einzelnen dieser 47 gut, dass es passiert ist, aber angesichts von 40.000 Geflüchteten, die dort weiterhin interniert sind, in absoluter Ignoranz gegenüber Infektionsschutz und unter Hinnahme, dass sich quasi alle dort möglicherweise infizieren könnten, weil wenn dort eine Infektion ist, dann ist das nur eine Frage von Tagen, bis sich das wie ein Lauffeuer dort ausbreitet. Und auf Mytilene, also Lesbos, ist die Situation so, dort leben 20.000, das ist der größte Hotspot mit 20.000 Geflüchteten. Und dort ist, auf der ganzen Insel gibt es
eine Handvoll Intensivbetten. Das heißt, wenn dort eine Infektion sich ausbreitet, dann hat man ganz schnell eine absolute Katastrophe. Dann reden wir ganz schnell von Toten. Und das wäre absolut unvertretbar. Und deswegen ist die Aufnahme von 47 lächerlich, absolut lächerlich und absolut unzureichend. Und da muss die Bundesregierung auf jeden Fall noch mehr liefern. Auch da müssen wir den Druck erhöhen. Und lass uns mal konkret werden. Also 47 ist natürlich ein Witz, das ist völlig klar. Wovon reden eigentlich wir? Ich habe mal gehört, in Berlin 1500 war da die Zahl, für die sich Berlin etwa bereit erklärt hatte. Es gibt Thüringen. Thüringen hat eine Landesaufnahmeanordnung in der Pipeline. Die sind aber gerade noch unschlüssig. Da gibt es wohl offenbar Bedenken seitens der Sozialdemokratie. Wie ist es denn aus deiner Sicht, was würdest du sagen, was wäre denn an Zahlen für uns als Bundesländer so möglich aufzunehmen? Denn am Ende wollen wir ja diese Hotspots auch evakuieren, oder? Ja, also man rechnet ja mal mit dem Königsteiner Schlüssel. Wenn wir davon ausgehen, es sind 40.000 in den Hotspots, dann würde das zum Beispiel für Bremen 400 Personen bedeuten. Das könnten wir ohne weiteres machen. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass die Bundesrepublik alleine die Hotspots schon evakuieren könnte. Wäre natürlich schön, wenn das sozusagen auch eine gemeinschaftliche Wahrnehmung und Aufgabe und gemeinschaftliche Solidarität in der EU wäre. Ich glaube nicht, dass die Visegrad-Länder sich daran beteiligen werden. Ich glaube, viele andere Länder, Dänemark mit Sicherheit auch nicht. Aber es gibt Länder, die durchaus da vielleicht auch mitziehen würden, wenn die Bundesrepublik sich dazu durchdringt, da wirklich wahrnehmbar voranzuschreiten. Also 47 ist nicht wahrnehmbar. Und wenn am Ende sowas bei rauskommt, wie der Parteivorstand beschlossen haben, nämlich 10.000, dann ist das auch besser als nichts und allemal besser als das, was im Moment passiert, was ja quasi nichts ist. Ich glaube, wir sind in der Lage, da wahrnehmbar und wesentlich zu unterstützen und aufzunehmen. Das wäre keine Überforderung in der derzeitigen Lage. Man muss natürlich beachten, dass wir jetzt auch noch Corona haben und dass man sozusagen die Aufnahme nicht dann in volle Unterkünfte macht, sondern dass man immer noch den Abstand wahrt. Das ist sozusagen eine extra Aufgabe, die im Moment mit der Aufnahme einhergeht. Auch das ist aber keine Unmöglichkeit. Okay, jetzt haben wir noch eine Nachfrage, und zwar von Thorsten Kirschke hier auf unserem Zoom. Ich würde bitten, mal den Thorsten zuzuschalten. Thorsten möchte eine Nachfrage stellen. Hallo Thorsten. So, Thorsten kommt rein. Thorsten, ich grüße dich. Was für eine Frage hast du an Sophia? Ja, und zwar meine Frage wäre jetzt gewesen, und zwar, warum kann man denn nicht die Bundesregierung verpflichten, alle Geflüchteten aus Moria nach Deutschland zu holen und sie von hier aus zu verteilen? Also die Frage ist klar. Wäre es denn nicht denkbar, dass der Bundestag beschließt, dass eine bestimmte Anzahl Geflüchtete, am besten alle, aufgenommen würden? Ginge das? Also rein rechtlich geht das auf jeden Fall. Die Bundesrepublik muss ihr Selbsteintrittsrecht erklären, sozusagen. Die Aufnahme ist möglich. Es gibt sogar die Rahmenbedingungen dafür. Es gibt jetzt eine Rückkopplung. Aber mein Sound ist schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir müssten mehr Druck ausüben auf die Bundesregierung. Genau, also Thorsten, wir haben deine Frage verstanden. Also Sophia sagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt ein Selbsteintrittsrecht. Und dann hatte Sophia noch gesagt, dass das auch generell möglich wäre. Wie war das auch von den Voraussetzungen her? Ja.
Gut, danke. Gerne. Danke, Thorsten. Genau, kommen wir zurück. Es gibt ja doch eigentlich auch einen ganz guten Anlass. Die Bundesregierung spricht davon, dass das eine europäische Lösung sein muss. Wir haben am 1.7. die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch die Bundesrepublik. Was wäre da eigentlich aus deiner Sicht denkbar, wenn man im Rahmen der europäischen Lösung zu Fortschritten kommen würde? Visegrad-Staaten hattest du genannt als die großen Blockierer. Versteckt sich da die Bundesregierung oder macht sie schon Druck auf sie? Was können wir da auch noch tun zusätzlich, um da zu Fortschritten zu kommen? Weil ja schon sinnvoll ist, auch die Geflüchteten in einer solidarischen europäischen Lösung in Europa aufzunehmen. Also ich gehe mal davon aus, natürlich finden da viel Hintergrundgespräche statt. Da stecken wir nicht drin, da wissen wir auch nicht immer, was da gesprochen wird. Ich gehe schon davon aus, dass Merkel versucht, da auch andere Länder in dieser Hinsicht zu überzeugen. Allerdings lässt ja die eigene Tatkraft auch zu wünschen übrig. Also dass es Anfang März diesen Beschluss gab, der Aufnahme von 1.500, selbst das ist ja völlig lächerlich angesichts von 40.000 in den Hotspots. Das war ja längst überfällig, dass es überhaupt so einen Beschluss gibt zur Aufnahme und zumindest kleinen Teilevakuierungen. Und das war Ausdruck auch von politischem Druck, unter dem die Bundesregierung stand, auch seitens der Kirchen. Die EKD hat ein Schiff gechartert zur Seenotrettung. Das ist schon bemerkenswert. Und dass eine CDU da nicht komplett ignorant sein kann, das hält man auf Dauer einfach nicht durch. Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung da jetzt, ich sag mal, das an allererster, auf der ersten Stelle der Agenda hat, was die Ratspräsidentschaft angeht. Das sieht man ja auch, wie sie agiert in dieser Frage. Sie versucht das eher auszusitzen, sie versucht es hinauszuzögern und wenn sie was macht, dann macht sie viel zu wenig. Insofern setze ich da auf die Ratspräsidentschaft eher keine große Hoffnung. Ich glaube, das muss eine europäische Lösung geben, das ist auch ein bisschen sich hinauszumogeln aus der eigenen Verantwortung, weil dann sagt man, ja, die anderen machen nichts, also machen wir auch nichts und damit passiert einfach nichts. Stattdessen müsste aus meiner Sicht die Bundesregierung vorausgehen und tatsächlich zum Beispiel 10.000 Geflüchtete sofort evakuieren. Dadurch würde auch Druck auf die anderen entstehen. Also das sind ja auch, ich sag mal, Effekte, dass dann andere Länder wie Frankreich, Belgien und so weiter unter Druck geraten, dass sie eben auch aufnehmen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe auch von Zuschauerrückfragen über Facebook. Und ich würde Thomas bitten, vielleicht 2, 3 Fragen auch hier mal mit reinzugeben. Was sagen denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zur Politik der Bundesregierung in den Hotspots? Mach mal laut, Thomas. Danke, Jörg. Der Klassiker bei Zoom. Das Mikrofon vergessen anzuschalten. Also auf Facebook gibt es 2 Fragen im Prinzip. Eine, die auch häufiger gestellt worden ist, das bezieht sich auf den Erdogan-Deal. Und da ist die ganz einfache Frage, was denn eine Alternative zur Aufkündigung dieses unmöglichen Erdogan-Deals wäre. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen. Und Serkan fragt, wie es denn mit Integrationskursen weitergeht. Das sind sozusagen 2 Fragen, die aus Facebook kommen. Ansonsten gibt es ja auch noch Fragen hier im F&A-Tool und im Chat. Das, Jörg, kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal reinbringen. Genau, ich würde dann auch noch zu den F&A-Tool kommen, aber Sophia, vielleicht erstmal zu den 2 Fragen, die jetzt über Facebook gestellt wurden. Ich habe dich ganz schwer verstanden. Also die Alternative zum EU-Türkei-Deal oder die Alternative zur Aufkündigung? Die Alternative zur Aufkündigung des Deals. Okay, und die 2. Frage habe ich gar nicht verstanden. Da ging es um Integrationskurse. Um Integrationskurse, was da der Stand ist und wie es da weitergeht. Mhm. Okay. Also die Alternative zur Aufkündigung des EU-Türkei-Deals.
aus meiner Sicht gibt es keine Alternative. Der muss aufgekündigt werden, weil er weder im Sinne der Geflüchteten noch im Sinne der Erfinder funktioniert. Das muss zumindest unser Ziel sein. Natürlich gibt es Schritte davor oder Schritte, die sozusagen dahin führen. Das eine ist natürlich die Relocation, also die Umverteilung oder Evakuierung der Hotspots. Auch das untergräbt ja den EU-Türkei-Deal, der darauf setzt, dass die Geflüchteten aus den Hotspots direkt wieder in die Türkei abgeschoben werden. Insofern ist das, worüber wir jetzt sprechen, nämlich die Aufnahme und Verteilung von Geflüchteten aus den Hotspots, nagt schon, ich sag mal, an dem Konstrukt EU-Türkei-Deal. Auch das, was die griechische Regierung lange gemacht hat unter Syriza, nämlich die Abschiebung nicht so umzusetzen, wie es vorgesehen war, auch das unterminiert den EU-Türkei-Deal zumindest in einem gewissen Maß, ohne ihn aufzukündigen. Insofern, natürlich kann man auch innerhalb des Konstrukts oder bei Weiterbestehen des EU-Türkei-Deals daran arbeiten oder Dinge dafür tun, dass der Deal nicht so umgesetzt werden kann, wie er mal architektonisch angelegt war. Aber am Ende bleibt es dabei, der EU-Türkei-Deal ist das Grundproblem. Er sieht sozusagen diese Hotspots vor. Das ist ein wesentlicher Kernbestandteil des EU-Türkei-Deals. Und solange es diese EU-Hotspots gibt, solange haben wir diese Problematik auf den Ägäisinseln. Und die Problematik bleibt ja nicht, also die endet ja nicht mit Corona. In Corona verschärft sich das ganze Problem, aber auch ohne die Pandemie haben wir einfach ein riesiges Problem da. Wenn man sich mal überlegt, was das auf Lesbos bedeutet, wenn man die Gesamtbevölkerung sind, ungefähr 87.000 Menschen auf Lesbos selbst, 20.000 sind Geflüchtete. Das würde hochgerechnet auf die Bevölkerung Deutschlands bedeuten, dass hier 26 Millionen Geflüchtete leben würden. Also das muss man sich mal vorstellen, was für soziale Herausforderungen auf einer Insel, die kaum noch Tourismus hat, also vorher schon kaum noch Tourismus hatte, wegen der Flüchtlingssituation, weil die Touris sich das nicht sozusagen mit anschauen wollen und wo der Tourismus die Haupteinnahmequelle war. Und die jetzt unter der Pandemie bei einer Handvoll Intensivbetten handeln muss, was das an sozialen Herausforderungen bedeutet, das muss man mal ins Verhältnis setzen einfach. Und solange diese Hotspot-Politik weitergeführt wird und daran festgehalten wird, wird dieses Problem grundsätzlich weiter bestehen, ob mit Corona oder ohne. Insofern, ja, müssen wir darauf hinarbeiten, den EU-Türkei-Deal weiter zu kritisieren und daran ja, zu arbeiten in der gesamten EU, dass der endlich wegkommt. Die Frage mit den Integrationskursen, also die finden ja gerade leider nicht statt. Ich finde, dass man das tatsächlich auch als Webinar, wie wir das hier machen, machen könnte. Wir sind da in Bremen auch dabei, das mal nachzufragen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, das auch so zu machen. Weil absehbar ist es ja so, dass wir keine vollen Klassenräume mehr haben werden, bis auf Weiteres. Und größere Räume oder Entzerrung bedeutet dann eben, dass man auch länger für den Integrationskurs braucht. Das ist auch möglich, so wie es in den Schulen gemacht wird, mit Abstand eben im Klassenraum zu sitzen oder im Kursraum. Aber ich glaube, da braucht es nochmal andere Möglichkeiten und Ansätze. Und da macht das BAMF aus meiner Sicht noch relativ wenig. Ja, Sophia hatte ja schon von den Auswirkungen berichtet, die auf Lesbos wirken, wenn dort etwa ein knappes Drittel der Bevölkerung Geflüchtete sind mittlerweile. Ich finde, Solidarität heißt da auch hier dafür zu sorgen, dass diese Flüchtlinge in der gesamten Europäischen Union eine Heimat finden können, weil das dann auch allen hilft. Man kann nicht sozusagen ein St. Florians-Prinzip hier laufen lassen. Das ist auf keinen Fall eine Lösung, die wir
vertreten können, die wir im Übrigen auch unseren griechischen Partnern dort überhaupt nicht zumuten können, weder unter der Syriza-Regierung, aber auch unter der derzeitigen Regierung. Das ist auch Teil von europäischer Aufnahmebereitschaft, dass wir dort was tun. Jetzt hat Peter Alexander noch in der F&A hier verschiedene Fragen gestellt. Wie kann denn der Druck auf die Bundesregierung erhöht werden? Was macht die Linke in Berlin? Sollte man das Innenministerium verklagen? Dort gibt es ja durchaus auch neuere Entwicklungen. Also die ganze Zeit war immer davon die Rede, dass natürlich die Frage der Einwanderungspolitik, die Frage der Aufnahme von nichtdeutschen Staatsangehörigen Bundessache ist. Klar, es liegt erstmal irgendwie auf der Hand, dass sowas nicht in den Ländern geregelt werden kann. Gleichzeitig ist es allerdings schon so, dass im Rahmen unserer föderalen Struktur es durchaus auch, wenn Länder sagen, wir möchten gern, die Bundesrepublik nicht einfach sagen kann, nein, sondern dann sie sich auch im Rahmen von länderfreundlichen Verhalten zumindest dahin reißen lassen muss, dass konkret mal zu prüfen, ob denn diese Möglichkeit besteht und eine pauschale Ablehnung jedenfalls rechtswidrig wäre. Thüringen, auch Berlin, Bremen, selbst Niedersachsen würden ja Leute aufnehmen wollen. Und in dem Zusammenhang wäre es schon mal ganz spannend zu gucken, inwieweit denn die pauschale Ablehnung der Bundesregierung am Ende rechtlich Bestand hat. Ich glaube, da ist noch ordentlich Musik drin. Wir werden da auch als Linke dranbleiben. Und ich glaube schon, dass diese pauschale Ablehnung so nicht haltbar ist. Die zweite Frage, die gestellt worden ist, ist die Frage, wie kann denn der Druck auf Ungarn und Polen erhöht werden? Ich will da nochmal darauf verweisen, dass im letzten Jahr ja Europawahlen waren. Und da gab es einen Vorschlag aus der Linken, nämlich den Vorschlag eines sogenannten Investitionsrucksacks. Das bedeutet, wenn also Staaten in der Europäischen Union nicht bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, dann wird aus einem Fonds an die Staaten, die bereit sind, diese Flüchtlinge aufzunehmen, ein entsprechender Geldbetrag hinzugezahlt, sodass letztendlich für diejenigen Staaten auch durch die Zuschüsse sich ein Anreiz erhöht, auf Kosten der Länder, die sich so unsolidarisch verhalten, keine Geflüchteten aufzunehmen, dass dort eben auch zusätzliche Gelder fließen. Und ich glaube, das ist auch der Druck. Wir haben natürlich nicht als EU die Möglichkeit, einzelne Staaten mit anderen Varianten als dem Entzug von Geld beziehungsweise auch der Hingabe zusätzlicher Gelder zu beanreizen oder eben auch nachteilig zu belegen. Und ich glaube, das wäre auch für Ungarn und Polen durchaus die angezeigte Maßnahme. Ich finde schon, dass auch die Linke da durchaus das immer mal wieder in den Mittelpunkt stellen kann, der Investitionsrucksack für Geflüchtete. Im Übrigen hätte das auch noch einen weiteren Nebeneffekt. Für bestimmte Regionen, die Kaufkraftschwund haben, für die kann das durchaus sich positiv auswirken, wenn dort zusätzliche Gelder hinfließen, zusammen mit Infrastrukturinvestitionen. Ich kann selber sagen, in meinem Landkreis Wittenberg war das so, durch die Abwanderung, die wir jahrelang hatten, war immer weniger Infrastruktur da, bis zu dem Zeitpunkt, als dann plötzlich die Flüchtlinge kamen, 2015. Und es war plötzlich notwendig, neue Busse zu beschaffen. Es war plötzlich notwendig, neue Schulen aufzumachen, Schulplätze, Kita-Plätze und so weiter. Und es war schon auch für die eine oder anderen lokalen Handwerker durchaus auch ein Konjunkturprogramm. In dem Sinne, sage ich, soll man es mal auch von dieser Seite betrachten. Das ist ein Grund, den wir durchaus auch für bestimmte Strukturen hätten, hier Geflüchtete verstärkt aufzunehmen. Ich will vielleicht nochmal jetzt einen großen Flug von Lesbos und Griechenland hin nach Bremen machen, hin nach Deutschland machen und dort mal beleuchten, wie denn in Deutschland eigentlich die Aufnahme von Geflüchteten in Corona-Zeiten praktisch umgesetzt wird. Wird da ja von verschiedenen Problemen berichtet. Ich hatte schon gesagt, wir haben Gemeinschaftsunterkünfte, in denen der Gesundheitsschutz nur sehr rudimentär umgesetzt wird. Wie sieht es denn da bei euch aus, Sophia, in Bremen? Ja, es gibt ja in allen Bundesländern eine Landeserstaufnahmestelle. Das ist gesetzlich vorgesehen im Asylgesetz. Diese Wohnverpflichtung, also es gibt auch eine Wohnverpflichtung von Asylsuchenden in einer solchen Landeserstaufnahmeeinrichtung
zu leben für eine Zeit, für die Geflüchteten aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sogar über die gesamte Dauer des Aufenthalts. Diese Wohnverpflichtung kann allerdings aus gesundheitspolitischen Gründen auch aufgehoben werden. Das heißt, im Moment in der Corona-Pandemie könnte man aus meiner Sicht die Wohnverpflichtung in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung komplett aufheben. Die Frage ist, was macht man dann und hat man Wohnungen und Unterkünfte für dezentrale Unterbringung? Im Moment sind ja die, oder für eine Zeit waren die Hotels komplett geschlossen. Insofern hätte man die aus unserer Sicht nutzen können. Das wurde auch bedingt gemacht. In Bremen wurde die Jugendherberge komplett angemietet. Im April, glaube ich schon. Dort wurden ungefähr 100 Geflüchtete aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Dort waren zu Beginn der Pandemie 670 Geflüchtete untergebracht, teilweise zu neunt in einem Zimmer und unter Bedingungen, die dem Infektionsschutz so nicht standgehalten haben. Also viele Personen haben die gleichen Sanitärräume benutzt. Es gab gemeinschaftliche Essensversorgung, das heißt, man hat sich im Essensraum immer, sind sich alle begegnet. Es gibt, die Räume eben waren sehr eng belegt und die Räume sind teilweise noch nicht mal voneinander abgeschlossen. Das heißt, die Wände schließen nicht ab, sondern sind nach oben hin offen, sodass natürlich auch die gleiche Luft überall zirkuliert. Die Fenster öffnen nicht, das heißt, man kann auch keine Frischluftzufuhr irgendwie dort gewährleisten, sondern alles ist belüftet von der gleichen Klimaanlage, was auch wieder sozusagen eine Virenverbreitung begünstigt. Das hat man jetzt auch gesehen. Wir haben über 200 Infektionen in der Landeserstaufnahmestelle gehabt, obwohl reduziert wurde. Also inzwischen sind wir bei ungefähr 200 Geflüchteten, die in der Landeserstaufnahmestelle wohnen. Also es wurde erheblich reduziert von 670 auf fast 200. Oder auf knapp über 200, da wurden schon sehr viele umverlegt. Was man jetzt im Nachhinein sagen muss, also die Infektionswelle, die nimmt wieder ab. Also inzwischen sind die meisten wieder rehabilitiert, die meisten Infizierten. Aber die Last, also die Landeserstaufnahmestelle, war ein absoluter Infektionshotspot in Bremen. Jeder fünfte Infizierte im Land Bremen lebt in der Last. Das ist also der absolute Nummer 1 Hotspot im gesamten Bundesland. So viele Infektionen hat man sonst nirgends gehabt. Also muss man wirklich ganz ehrlich sagen, der Infektionsschutz in der Last, trotz Abverlegung, trotz besserer Reinigung, trotz Essensschichten, um das Ganze zu entzerren, hat einfach nicht gereicht, sonst hätte man diese 200 Infektionen nicht gehabt. Das zeigt, dass diese Form von großen Gemeinschaftsunterkünften einfach für Pandemiezeiten überhaupt nicht geeignet sind, auch sonst aus unserer Sicht nicht die richtige Antwort sind zur Unterbringung von Schutzsuchenden. Dort leben auch jetzt noch Mütter mit Babys, dort leben Traumatisierte. Es hat dort einen Selbstmordversuch gegeben aus Verzweiflung, weil die Personen nicht nur 2 Wochen, also die gesamte Landeserstaufnahmestelle stand am Ende unter Quarantäne, zwar flurweise, aber am Ende waren es eben alle Flure. Dort sind Traumatisierte, die 4 Wochen in Quarantäne gelebt haben, dass das jemanden mürbe macht. Also das merkt man ja schon, ich weiß nicht, wer von den Zuschauern hier in Quarantäne war 2 Wochen lang. Das ist schon in einem normalen Zuhause eine extreme Belastung, nicht raus zu können. In einer solchen Unterkunft mit einem möglicherweise Kriegs- oder Fluchttrauma, mit solchen baulichen Bedingungen und so einer Essensversorgung, die auch zu wünschen übrig ließ, jedenfalls sagen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner, dass das jemanden mürbe macht und auch retraumatisiert und auch triggert und am Ende auch einzelne Leute zum Durchdrehen bringt, das ist ehrlich gesagt nicht verwunderlich. Und es tut mir extrem weh, dass wir das verantworten müssen als Landesregierung, dass wir so viele Menschen einer Infektion ausgesetzt haben. Glücklicherweise, also da haben wir richtig, also haben die Betroffenen richtig Glück gehabt. Natürlich bin ich auch froh, dass niemand
ernsthafte, schwere gesundheitliche Schäden davongetragen hat. Aber das kann man im Vorfeld natürlich nie ausschließen. Man weiß einfach nicht, wer einen schweren Krankheitsverlauf haben wird. Und dass sozusagen tatsächlich die Gesundheit von Menschen aufs Spiel gesetzt wurde, das schmerzt mich wahnsinnig. Und ich finde, da haben wir als Landesregierung auch ein Stück weit versagt, die Menschen vor einer Infektion zu schützen. Ja, du hast davon gesprochen, dass ihr da auch in Bremen offenbar erst auf einem Zwischenstand seid. Verbesserungen sind erzielt worden, aber es ist offenbar nur ein Zwischenstand bislang. Ich fragte in meiner Sendung jetzt heute hier Solidarität nicht nur für Geflüchtete. Und wir haben darüber gesprochen, wie Europa seine Seele verliert. Wir haben darüber gesprochen, wie die illegale Hotspot-Politik unbedingt und zwar sofort beendet werden muss, wie wir sofort auch eine größere Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen können als Bundesrepublik, aber natürlich auch, wenn es dann richtig nachhaltig und dauerhaft sein soll, als europäische Lösung, was wir als Bundesländer tun können. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir auch hier Aufnahme organisieren können, menschenwürdig unter Zeichen von Corona, unter angemessenem Gesundheitsschutz. Ich danke Sophia für diesen spannenden Talk an diesem Donnerstag. Ich danke euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für eure Interesse. Wir sehen uns natürlich nächsten Donnerstag wieder. Ganz klassisch Donnerstag 18 Uhr. Da geht es auch erneut um Wohnen. Aber diesmal geht es dann um Wohnen derjenigen, die hier in ihren Wohnungen Schwierigkeiten haben. Wir haben also Mietenpolitik auf der Tagesordnung. Auch da haben wir wieder einen spannenden Gast. Gleichwohl hat jetzt Thomas noch etwas zu sagen. Thomas? Darf ich auch noch kurz? Ja, und Sophia kommt natürlich auch noch zu Wort. Sophia zuerst, ich wollte nachher noch kurz einen abschließenden Satz nochmal. An Sophia. Genau, so eine Dreiviertelstunde ist schnell vorbei. Ich wollte trotzdem der Vollständigkeit noch das Bild vervollständigen. Es ist nicht nur Schatten, sondern es gibt auch Licht. Wir haben in der Allgemeinverordnung in Bremen, die einen verbindlichen Abstand für Gemeinschaftsunterkünfte festgeschrieben. Dazu mussten andere Bundesländer erst gerichtlich verdonnert werden. Da gibt es ja mehrere Gerichtsurteile inzwischen. Also wir haben auch Fortschritte da gemeinsam erreicht. Dass das an dieser Stelle in der Last nicht reicht, das ist aber davon völlig unbenommen. Und ansonsten danke fürs Zuhören, danke für die Teilnahme. Danke, Sophia. Und danke euch für eure Bemühungen, auch in Bremen zu Fortschritten da zu kommen. Ihr seht, da gibt es durchaus auch einen Unterschied, ob man in etwa Sachsen oder in Bremen unterkommt. Jetzt nochmal Thomas. Ja, genau. Mit der letzten Zuschauerreaktion von Peter Alexander, der sagt, das war ein tolles Meeting und eine interessante Veranstaltung. Ich glaube, das ist eine schöne Zuschauerreaktion. Noch ein Hinweis für alle, natürlich zum einen, tragt euch den Donnerstag 18 Uhr in euren Terminkalender ein, denn diese Veranstaltung findet wöchentlich statt, wenn auch immer mit wechselnden Themen. Das ist das eine. Das andere, wenn euch die Veranstaltung gefallen hat, dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, sie zu teilen. Bei Facebook drückt auf den Teilen-Button, weil auch, wenn man dann ein bisschen aktiv mitdiskutieren kann, anschauen und sich die Diskussionen anhören und die Argumente, das kann man natürlich auch später noch. In diesem Sinne auch von mir. Tschüss und noch einen schönen Donnerstagabend. Bleibt gesund. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüss.